Ah, hi, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. Ich bin wieder schon wieder hier in dieser Schlucht, wie heißt die nochmal? Sehe ich nicht. Ganglen Ruinen. Schlucht, Ruinen, boah. Ich bin mal kurz rausgegangen, hab gespeichert, mein Gott, wie lange verfolgst du mich eigentlich noch? Hab Helion-Erkennung von dem Herrscher des Landes hier mal aktiviert, wie ich die Gegner auf der Karte sehen kann. Damit nichts mehr von mir runterregnen kann, was auf dem Weg nach draußen sogar passiert ist. Und ja, wir erkunden noch mal weiter die Ruinen. Wahrscheinlich gibt es hier wieder so einen Ort, der ganz nach unten führt. Wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Iris-Stein, ein optionaler Boss oder irgendwie sowas in der Art. Ja, ich glaube schon, ja. Und bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das ist der Weg, den ich gegangen bin, ne? Da war da irgendwo noch so ein Ort, wo ich nicht war, glaube ich. Und ja, ich glaube, der Ton ist doch ein bisschen zu laut gewesen. Ja, jetzt eine Aufnahme von ich bin da rechts gegangen letztens, oder? Wenn jemand von dem Spiel. Hey, hey. Ist noch ein ganz kleines bisschen runtergedreht. Versuch einfach ein bisschen lauter zu reden. So, diesmal drücke ich das Richtige. Ah, nee, hier war ich schon. Verdammt. Also, wenn ich ein bisschen schrei, dann wisst ihr warum, ne? Ich dachte, an der Ecke war was. Da sind schon Gegner wieder neu aufgetaucht. Was? Manchmal sind drei Wege. Ja, hier war ich garantiert noch nicht. Glaube ich. So viele glaube ich, ne? Bist du dir nicht mal sicher? Da ist auch nichts. Wow, geht weg. Ich habe keine Lust. Popo. Mupp. Weiter? Nein, okay. Nein, nicht schon wieder. Aber diesmal tun wir absichtlich. Oh, diese Kamera ist geil. Du kannst jetzt nicht so schnell frecken. Ah, ich bin paralysiert. Nein. Wir sind gerannt. Oh nein, der ist immer noch da. So, hier war ich noch nicht, genau. Auf jeden Fall bis nach ganz unten kommen. Denk mal, das ist genauso ähnlich wie ein Gebiet hier. Wenn ich wüsste, wo er nochmal war. In der Nähe von Pendragon, die Ruine. Die war doch, glaube ich, auch so aufgebaut. Animalia-Ring. Das wäre nichts, sag ich mal so. Türen oder Zeichen an den Wänden. Ah, hier aber. Puff. Oh, da ist was an der Decke. Schutzsprünge. Er vertagt. Ah, hier ist was. Feuer. Puff. Und gedämpfter Klang. Das haben wir noch nicht gehabt. Oh, Quarzdurch haben wir. Warte mal, der war glaube ich nicht so gut, ne? Ah, Angriff von Fokus. Quarzdurch. Ja, das sie beides hat. Sorry, ehrlich gesagt gerade. So beides, weil ich irgendwie sowohl mit Kriegsarzt als auch mit verborgene Arztkämpfe. Deswegen, ja, mach mal so. Ich will eigentlich ihn so auf verdammt rechts, mein Gott. Was? Ah, nee, das ist Erde. Oh mein Gott, wieso kriege ich das manchmal nicht hin?
Darf ich Stöße ausstellen, weil das funktioniert so nicht. Muss ich sowieso nicht mehr. Und wie es aussieht, benutzen Jana Charaktere, die auch andauern, was doof ist. Und wieder sehe ich, wie nämlich wir machen. Oh, warte mal aus, weil er hat jedes Mal vermasselt, ne? Was haben wir? 18 Dinger. Kann ich aber nichts mit anfangen. Ja, das ist ein bisschen doof. Also wenn er jedes Mal meine mystische Art hier verhindert, sag ich mal, wenn ich zu doof bin, das hinzukriegen, dann ist das doch ein bisschen doof. Vor allem, ich benutze die Dinger ja echt nicht. Aber noch einmal Erde. Jetzt bin ich ja vollkommen durcheinander. Und so Gegner, okay. Wie storymäßig heute noch was erreiche. Also nicht in dem Part, aber heute. Wie weiß nicht, 4-5 Aufnahmen, die ich geplant hatte. Mal schauen. Der letzte Part hat ja jetzt nicht so storymäßig was gebracht. Ein weißer Schleier. Warum gehe ich auf Mikleo? Verteidigung, Verteidigung. Ja, habe ich schon bessere Sachen. Hallo? Wohl. Obwohl, das ist auch eine Quarzweste. Mann. Schon viel bessere Sachen. Also ich so als Monster wird gar nicht jemanden verfolgen, der meint schon so einen Kilometer weit von mir wegzurennen. Was ist hier? Nichts. Warum kommt man da hier rein? Okay. Dann gehen wir mal da den einen Weg. Ich glaube, ich nach ganz unten führt, oder? Hoffe ich. Ja. Gucken wir mal, ob irgendwas auf uns wartet. Monstermäßig. Die sind wir denn schon unten. Geschoss 5, mein Gott. Da ist mal tief. Das lohnt sich ja auch. Pfeife. Okay. Da fällt mir jetzt gar nicht ein, wen ich die geben sollte. Wir haben leider keinen alten Mann in unserer Gruppe. Kann ich mir vorstellen, aber das ist hier. Weil so typische Sherlock Holmes Pfeife, ne? Nein, nicht links. Also wenn ich, wie das funktioniert, wie die Tür aktivieren, wenn ich einfach so einen Vorwärtsschritt mache, aber okay. Das ist Tyler. Ich komme, braucht das jemand? Ich. Natürlich ich. Der Spieler kann noch sich selber nicht aufpassen, aber die Computer gestalten kann da. Die schaffen hat. Boah. Wo bleibst du? Ich hoffe ja natürlich, die letzten Stöße nicht ein. Die können ja gar nicht mehr ein. Ich habe sie ja abgestellt. Ne? Ja, können ja nur Mystikas einsetzen. Ja, das ist oft R2 drücken wie blöd. Wenn ich ihn mal erlegen würde, ne? Oh nein, ich bin
絶風召喚。守りに溺れたら世話ないぜ。おとなしく眠ってくれ。ガードセン。死ぬ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 。
Ich schaff mal mit Sicherheit. Prozent. Hat schon immer 8% gegeben. Ich dachte mal 5. Komm mal her. Chef Troll. 63. Du bist anfällig oder nicht immun gegen Wasser. Und du rufst Leute. Warum habe ich? Also. Komm her. Muss natürlich irgendwelche Typen rufen, ne? Aber sieht jetzt nicht so wie der Magier-Typ aus, also kann ich das schön von hinten angreifen, ne? Ja, genau so. Ja, ich glaube, das wird sogar was. Genau nicht. So, wir sparen uns doch 4 Dinger mal auf, wenn wir die bekommen. Der ist gerade am Bauch. Ja, der ist nicht so schwer, glaube ich. Er wollte gerade angreifen. Haha, den schaffe ich. Bin ich mir so sicher. Ja, noch schön den Angriff, den ich am besten finde. Boah, was zum... Du wirst natürlich genau da stehen, ne? Oh, du hast ihn wiederbelebt, sehr gut. Sehr gut. Ich lasse euch nicht den Blut angreifen. So, 4 brauche ich noch. So, komm mal her. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Nein, das gibt's doch nicht. Bei mir funktioniert das nicht so einfach. Tut mir leid. Nein, ich hab Rose. Ah, der ist weg. Ha! Der war einfach. Nein. Batman-Modus aktiviert. Ah, gut. 2500. Sehr gut. Und Erfahrungspunkte haben wir viel. Ja, gucken wir mal, ob wir diese eine Schlange auch noch kaputt kriegen. Eines nach dem anderen, ne? Aber gut, dass der gegen Wasser anfällig war. Hat schön Schaden gemacht. Aber wenn ich jetzt nur wüsste, wie die eine Ruine heißt. Nicht Ruine, Schlucht. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Hallo? Hallo? Okay. Darf mein Mikrofon tut schon wieder nicht aufschlagen. Wir haben schon 18 optionale Bosse erledigt, ja, das muss ich mich mal vorstellen. Ja, ich habe Bock noch hier einen kaputt zu hauen. Ich glaube, die haben wir noch nicht, ich bin mir aber nicht sicher. Lamorak, nee, nicht Lamorak. Wo war das nochmal? Das war... Cambria-Höhe, ja, da war das. Nee, jetzt unterirdischen Sees. Haben wir die erledigt? Ich weiß es nicht. Bin auch schon mal in den Kampf reingegangen, ne? Okay, haben wir noch nicht. Okay, sehr gut. Dann, warte mal, habe ich die schon im Dingens drin, ne? Ich meine, ich habe die auch schon mal angegriffen. Okay. Ich meine, weil wir schon alles fertig gemacht haben, ne? Ja, müsste ab unter besiegt 0 sein hier. 9-köpfige Schlange. 57. Die kann man leider nicht von Weitem angreifen. Habe ich das Gefühl, müssten wir Layla oder Diesel nehmen. Als Amortisierung. Layla hat hier niemand SA.
dürfte aber auch zu schaffen sein, Level 57, hallo. Hab die irgendwie vollkommen verdrängt. Das war eigentlich auch platt kriegen, ne? Da haben wir ja so ein Verteidigungsdingen an. Aber nee, warte mal. Du hast mehr A-Angriff, du hast verdammt viel A-Angriff. Dann gucken wir mal, hab ich noch. Ja. Dann nächster Kampf. Das sollte ich dort schaffen sein, oder? Au. Boah, ich weiß nicht, wie man Zauber hier abwehrt. Ey. Boah, Leute, echt. Lässt euch aber hier von jedem Mist wieder treffen. Ja, jetzt habe ich das geschafft. Ma. Boah, ich kann ja gar nichts sehen. Ja, ich habe noch einen Plan B. Auch. Boah. Ja, aber noch ein Plan B. Welcher den Kampf ein bisschen in die Länge ziehen könnte, aber. Aber dann dürfen wir nicht so schnell verrecken. Na, mach. So 57, hallo, die müssen wir doch schaffen, hallo. So. Verteidigung, ja, weil ihr hält da nichts aus. So, dann haben wir ja eine schöne Kampfaktion hier. Halb um halb. Ich hoffe, das gilt dann natürlich auch für den Gegner, ne? Weil sonst nicht gut. Nein, tut's nicht. Ich hab mich so reingeschaut. Alter! Ja, doch schnell gefragt. Gut, dann gehen wir eben weiter. Ich will dich gar nicht erledigen. Boah, wir sehen uns in Dingens, in 4-5 Leveln wieder. Das sag ich dir schon mal. Der einzige Grund, warum wir ja nur gegen die verlieren, ist echt, weil die Magie einsetzt. Und das ist so der einzige Schwachpunkt von mir. Ich keine Ahnung habe, wie ich darauf reagieren soll. Oh, hallo. Da ist die Windprüfung, okay. Sagt mir halt einer. Oder ich halt auch mal so erfahren. So, dann, ja, recht, das Team. Gut, ich muss oft trainieren, weil ich bekomme wahrscheinlich in dieser oder nächsten Aufnahme Level ab. Wow. Das ist auch ein bisschen blöd, dass keiner von uns den Mystikart hier SA hat. Vielleicht war das ja heute der Schlüssel zum Kampf und wir müssen auch gar nicht da rein. Hat eigentlich Leila wieder. Ja. Dann gehen wir mal zur Windprüfung. Gucken wir mal, welche Spiel oder welche Serie mich die Musik hier erinnert. こんな高い塔があるんだ。
遺跡としては相当古いな。少なくともアスガード以前なのは間違いない。なるほどな。風の試練の地というだけはある。確かに風の気配が違う。そうなんだ。ん？Was ist? Oh. Das war aber knapp. Kio Nukura, mada nani ka kuru. Jetzt kommen noch 10 Leute runter, oder was? Juraha, Shio Hakobu Kubinashi no Kissu desu. Dake ja nai wa. Ore wa? Oh, hi. Wieder mit seiner Swag-Musik. Der haut den einfach um. Was zum? Was schon wieder gegen den? Na toll, gegen wen kämpfen wir denn jetzt? Der haut einfach ab. お姉さん紹介してくれたら教えてやる。ふざけんな。なんか女の子が増えて華やかになったな。どうしよう。エドナちゃんも口説き落としてるとは。やるね。超チャラい。こんな天族もいるんだ。あなた変わらないわね。 なら、俺様が次に何するのかも分かんない。エドマちゃん。サビーダさん？戦おうっていうのか？理由が分からない。この先何度もチャチャ入れられんのは5年だ。無駄玉を打てる。この際サビーダ先生がしっかりしつけてやる。 お前が殺さなくても、兵馬は俺たちが沈める。だから。そうじゃねえよ、それ。譲れないもんがぶつかったら。Oh, der hat schon wieder den Kopf geschossen. けりはこいつでつける。それも俺の流儀さ。 Okay. Ich würde aber sagen, den Kampf fangen wir in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.